Hallo, meine Lieben. Diese Wohnung hatte ich vor ein paar Tagen, gestern besser gesagt, drinnen. Und das ist eine Riesenwohnung mit 240 Quadratmetern und hat zwei Bäder oder drei Bäder. Sie hat vier Balkone, ist in Kestel, hat einen Kamin und zweiter Stockwerk. Sie war zum Verkaufen drin, ist auch zum Verkaufen drin. Hat einen Jahresvertrag jetzt zum Vermieten auch bekommen. Also wer sie mieten möchte, der kann jetzt zulangen. Wer eine große Wohnung sucht mit vier Zimmern und vier Balkonen, der kann hier zulangen. Und auf einer Etage, das ist sehr wichtig, vor allem bei älteren Leuten. Also eine Riesenwohnung für 3000 türkische Lira. Wer Interesse hat, meldet sich. Also diese Riesenwohnung nahe meinem Café und nahe Strand etwa 3, 4 Minuten zu Fuß und in Kestel, wie gesagt, und das wäre der Pool dazu. Aber ist natürlich jetzt aus, es ist Winter und Corona-Zeit. Also, falls dann jemand aber diese Wohnung kauft, muss er natürlich den Mieter drin lassen. Außer er, hier ist es wie in Deutschland, Eigengebrauch, wenn sowas ist oder was auch immer. Muss man aber eine Frist natürlich geben. Man darf nicht einfach so jemanden dann da rausschmeißen. Also 3000 türkische Lira Miete inklusive Nebenkosten. Da vorne wäre der Strand. Und wer Lust hat, also diese Wohnung ist auch zu vermieten. Klimaanlagen sind schon drin. Und ein schöner Kamin ist auch mit dabei. Soviel von mir. Also es gab ja einige, die hatten Interesse für eine große Wohnung zu mieten. Ja gut, 3000 türkische Lira, aber dafür hat sie halt 240 Quadratmeter und ein paar Bäder und drei Balkone und Nebenkosten sind mit drin. Und in Kestel und nahe Meer und schaut her, wie gesagt, wenn man sich dann umschaut, man hat Bergblick und es sind keine Hochhäuser in der Nähe, sondern das ist kestelmäßig und deswegen ist sie das Geld schon wert. Okay, das sind 300 Euro, aber für 240 Quadratmeter, ja, was kostet sowas in Deutschland? Mit Pool gibt es ja eh nicht. Okay, soviel von mir. Also wer Lust hat, meldet sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.